Hallo und herzlich willkommen beim Fahrradkanal. Heute möchte ich wieder mal eine andere Tour vorstellen, die wir im Jahr 2019 im August gemacht haben. Auf der Karte seht ihr die Strecke. Sie ist ca. 39 Kilometer lang mit dem Fahrrad und die schwarze Linie zeigt, wie wir wieder zurückgefahren sind mit dem Zug. Wir sind die Strecke gestartet in Meinerzhagen von unserem Parkplatz aus. Ein Teilstück, was rot eingezeichnet ist, verläuft auch über den Panorama-Radweg, der bis nach Dieringhausen geht. So, aber im nächsten Bild seht ihr unseren Startpunkt in Meinerzhagen. Dort unten im Zentrum der Stadt ist der kleine Parkplatz und oben links habt ihr den Bahnhof gesehen, an dem wir wieder zurückkommen werden. Aber nun geht's auch im Video schon wieder los. Wir machen uns nun auf den Weg Richtung Genkeltalsperre. Das ist leider ein bisschen beschwerlich. Es geht hier die ganze Zeit ein Stückchen berghoch. Aber mit dem Pedelec lässt sich das ja alles gut bewerkstelligen. Ja, was ich noch zwischendurch erwähnen möchte, es gab schon mal Postings bzw. Kommentare auf meiner Homepage auf YouTube, die dahin gehen, dass angemerkt wurde, ja, Zeitraffer wäre nicht schön. Gut, ich habe dazu etwas geschrieben. Ich will hier auch nicht alles groß und breit erklären. Ja, meine Videos sind hauptsächlich Dokumentationen, in denen es darum geht, dass man zeigt, wie sieht die Strecke aus, wie ist der Bodenbelag, welche Schatten gibt es, kann man dort gut fahren, eventuell noch Ausflugslokale, aber ich bin jetzt nicht der Typ, bei dem es in meinen Videos darum geht, zu zeigen, was gibt es alles noch für schöne Sehenswürdigkeiten zu sehen. Das kann das Fernsehen besser als ich und da lege ich eigentlich auch keinen Wert drauf. Es sei denn, die Sehenswürdigkeiten liegen direkt an der Strecke, die geradelt werden kann, die gut ist, die ja ohne großen Aufwand zu erreichen sind. Wenn ich natürlich jetzt mal an den WDR denke, da gibt es ein bestimmtes Sendeformat, wird jeder kennen, ich möchte den Titel jetzt nicht erwähnen, mit einer netten Dame. Da sind immer mal wieder Ausflugslocations drin, die doch etwas sehr weit abliegen von den Radrouten. Ja, hier seht ihr, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind jetzt hier am hinteren Ende, wo der Einlauf ist in die Genkeltalsperre, wo die Gewässer also hineinfließen. Ich weiß nicht, ob hier mehrere einfließen. Ich nehme mal an, das wird auch der Genkelbach sein, der dort oben einfließt. Ja, ich sehe gerade auf der Karte, natürlich gibt es auch noch mehr. Hier haben wir jetzt einen schönen Ausblickspunkt erreicht, am hinteren Ende der Talsperre, von der Genkeltalsperre. Wir nehmen nun den rechten Weg vom Ufer aus, von der Genkeltalsperre aus gesehen, in Fahrtrichtung Staumauer. Die linke Seite kann man auch sehr gut befahren. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein Video in YouTube drauf, wo wir nur die beiden Talsperren umrundet haben. Ja, nicht ganz, aber doch. Ja, ich glaube schon. Müsstet ihr nochmal nachschauen. Ja, wie gesagt, man kann auch auf der anderen Seite der Genkeltalsperre entlang fahren. Also man kann rundum sehr gut mit dem Rad auch radeln. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen, glaube ich, stellenweise mehr mit Waldboden, aber das macht ja nichts. Also es ist nicht so, dass das da groß Matsch ist. Ja, hier eine Infotafel eingeblendet. Ihr seht mich da im Spiegelbild. aber ihr kennt mich ja. Ihr könnt ja, wie ihr ja wisst, das sind 360-Grad-Videos. Ihr könnt alles in jede Richtung das Bild bewegen. Wenn ihr mit der Maus draufklickt und festhaltet, könnt ihr das Bild drehen und schwenken. Ich denke, das dürfte mittlerweile bei 360-Grad-Videos bekannt sein. Des Weiteren könnt ihr auch eine VR-Brille verwenden.
Aber ich denke, bei Zeitraffer-Videos, wie ich sie hier mache, weiß ich nicht, ob einem da nicht ein bisschen schwindelig wird. Ja, mit dem Tablet funktioniert das auch. So wie man das Tablet bewegt, so bewegt sich auch das Bild. Ist eine ganz nette, witzige Sache. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Ich habe es mal gemacht, funktioniert. Ist ganz lustig. Ja, wie gesagt, wir umradeln jetzt, beziehungsweise radeln jetzt auf der rechten Seite vom Stauende der Genkel-Taschberge Richtung Staumauer und haben natürlich vor, auch noch eine nette kleine Rast in der Ringser Mühle einzulegen. Werdet ihr nachher auch noch mal auf der Karte sehen. Also ich fand die Tour ganz gut geeignet, auch für sehr warme Tage. Ihr wisst ja, dass durch den Klimawandel verändern sich ja auch unsere Sommer, die immer heißer werden. Und vor diesem Hintergrund möchte ich mal sagen, dass diese Tour doch sehr gut geeignet dafür ist. Aus meiner Sicht, wie ihr seht ja, hier gibt es viel Wald und viel Baumbestand. Gut, hier am Ufer, jetzt die Strecke ist ein bisschen holprig. Der Belag ist halt ein bisschen, ja, ich kenne jetzt nicht die Fachbegriffe, aber es liegen schon ein paar grobere, ja, das ist wohl Kalkstein, Schotter herum. Aber dennoch lässt sich das ganz gut fahren. Gut, wenn man nicht gerade ein Rennrad nimmt mit ganz schmalen Reifen, Trekkingräder und ja, Stadtfahrräder wie unsere sind, das geht schon. Vor allen Dingen, wenn sie denn auch noch eine Federung haben. Unsere Pedelecs haben leider nur vorne eine Federung, hinten leider nicht. Also nicht voll gefedert, dafür halt eben kauft man sich einen besseren Sattel mit einer besseren Federung und dann geht das auch ganz gut. Denn wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und uns tut ja auch der Popo dann schon mal nach einer langen Strecke ein bisschen weh. Ja, ich habe gerade noch ein paar Infos gefunden im Internet. Also über die Genkel-Talsperre steht hier Folgendes zu lesen. Die Genkel-Talsperre bietet direkt zwei Rundwanderwege, 10 Kilometer und 14 Kilometer lang. Sie sind gut befestigt und bieten Möglichkeiten zum Radfahren, Joggen und Wandern. Außerdem ist ein reich beschilderter Leerpfad im Jahr 2003 rund um die Genkel-Talsperre angelegt worden. Damm und direkte Uferbereiche sind jedoch aus Gründen des Gewässerschutzes durch Zäune gesperrt und unzugänglich. Baden und Zelten sind untersagt, was auch für Angeln ohne entsprechende Genehmigung gilt. Nahe dem Vorbecken der Talsperre liegt das malerische alte Rittergut Gut Listringhausen. So, wir sind jetzt hier im Bild auch an der unteren Teil unterhalb der Staumauer von der Genkel-Talsperre anbekommen. Rechte Hand ist schon die Agger-Talsperre. Ja, und die wollen wir natürlich jetzt auch einen gewissen Teil entlang radeln am Ufer. Ja, es gibt hier eine langgezogene Landzunge, die quasi so in die Talsperre hineinragt. Ja gut, kann man jetzt sehen, wie rum man das gerne will. Ja, die Agger-Talsperre. Wie ihr seht, das Ufer ist von dem Belag her auch ganz gut befahrbar. Es ist auch hier auch an heißen Tagen gut beschattet und angenehm entlang zu radeln vom Klima natürlich im Wald. Ja, ich meine, das Video müsste noch hier drin stehen von der Agger-Talsperre und Genkel-Talsperre, wo wir beide nur umrundet haben. Ich weiß nur, ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, dass von hier, wo wir jetzt gerade entlang fahren, auf der anderen Seite des Ufers, also das ist eigentlich die westliche Seite, ein Stück lang nur eine Landstraße entlang geht. Und da geht leider kein separater Radweg, da ist glaube ich teilweise noch nicht mal mehr ein Bürgersteig.
Ist also wirklich nicht sehr schön zu radeln. Das habe ich aber auch in dem Video bereits kommentiert und finde ich sehr schade. Was kann man noch zur Aggertalsperre sagen? Die Aggertalsperre im Oberbergischen Land liegt zwischen den Städten Gummersbach, Bergneustadt und Meinerzhagen in Nordrhein-Westfalen. Die Talsperre im Tal der Agger wird durch die Flüsse Agger, Genkel und Rengse gespeist und hat einen Gesamtstauraum von 20,5 Millionen Kubikmeter. Ja, hier seht ihr auf der Karte, wo wir uns gerade befinden. Das ist hier die gegenüberliegende Ecke von der langgezogenen Landzunge, die von Norden her da reinragt. Ja, man kann von hier aus quasi auf die Staumauer blicken. Wir sind hier auch schon mal bei sehr sonnigem Wetter gewesen. Und da sind natürlich dann auch schon mal Leutchen, die da baden gehen, die den langen Weg, den wir geradelt sind, bis dorthin zu Fuß gehen. Ja, was gibt es noch zur Aggertalsperre zu sagen? Die Talsperre dient der Stromerzeugung, dem Hochwasserschutz, der Niedrigwasseraufhöhung und der Brauchwasserversorgung. Die Kraftwerksleistung beträgt nach verschiedenen Angaben 2,25 oder 3 Megawatt. Die Bauzeit dieser Aggertalsperre wird angegeben von 1927 bis 1929. Die Höhenlage angegeben hier bei Stauziel. Ich nehme mal an, das ist die Wasseroberfläche, wenn die Talsperre gefüllt ist, also bei optimaler Füllung, also dem angegebenen Stauziel, dann beträgt die Höhe über normal 0 auf dem Wasserspiegel 284,4 Meter über NN. Die Wasseroberfläche ist hier mit 120 Hektar angegeben und der Speicherraum beträgt 19,3 Millionen Kubikmeter. Ja, was kann man noch zu der Talsperre sagen für die Freizeit? Die Aggertalsperre ist mit ihren Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung ein Anziehungspunkt für Besucher aus der gesamten Region. Zum Freizeitangebot zählen zahlreiche Wanderwege, Rastplätze, ein Jugendzeltplatz und ein Bootshafen für Segel- und Ruderboote. Ja, wie ihr seht im Video, leider müssen wir hier auch ein Stückchen neben der Landstraße langfahren. Aber das war es dann auch schon und wir biegen jetzt wieder ein, am Ufer der Aggertalsperre Richtung Rengser Mühle, wo das schöne Ausflugslokal ist. Und wir dort dann unseren schönen Kaffee mit Kuchen genießen. Ja, was gibt's noch zur Aggertalsperre zu sagen? Tauchen. Tauchen ist noch zu erwähnen. Die Talsperre ist ein ruhiges Revier für Hobbytauchen. So ist die Aggertalsperre im Raum Gummersbach, Bergneustadt und Meinerzhagen zu einem beliebten Platz für Sporttaucher. Die Rechte für die unterwassersportliche Nutzung der Talsperre liegen in der Hand der Tauchsport- und Forschungsgemeinschaft Siegerland e.V. in Siegen. Ja, noch zu erwähnen ist, die Staumauer ist eine Gewichtsstaumauer aus Gussbeton. Wegen Undichtigkeiten an der Wasserseite musste die Sperre im April 1967 wieder abgelassen werden. Es wurden eine 12 cm dicke Bitumenschicht und eine 40 cm dicke Betonschicht vor die Talsperrenmauer gegossen. Diese beiden Schichten wurden durch mehrere tausend Anker mit der aus Splittbeton hergestellten Gussbetonmauer verbunden. Bei dieser Maßnahme wurden
auch die Fahrbahn beidseitig der Mauerkrone auf 11,6 Meter verbreitert. Da der steigende Verkehr von der einfachen Fahrbahn nicht mehr bewältigt werden kann. Im Jahr 2002 erfolgten größere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Das Wasser der Talsperre musste vollständig dazu abfließen. Auf dem Bergrücken zwischen dem Agger und dem Genkelarm, Klammern Burgzinne, Klammer zu, befindet sich Überreste von frühgeschichtlichen Ringwallanlagen, Klammer auf, fränkische Zeit. Ja, wie ihr seht, wir sind hier noch am Ufer der Aggertalsperre. Ja, hier ab der Bank sind wir eigentlich schon nur noch unterwegs entlang der Rengse, die dort einfließt an dieser Stelle in die Talsperre. Ja, die Rengse ist eben besagter Bach, ein Zufluss eben der Talsperre. Talsperren haben ja in der Regel mehrere Zuflüsse, während hingegen im nördlicheren Bereich die Agger dann in einen Arm der Aggertalsperre hineinfließt. Ja, wie ihr seht, die Sache ist natürlich hier sehr viel grün, sehr schön viel beschattet. Gleich kommt auch eine Stelle, ich möchte schon mal ankündigen, zur linken Hand, wo die Heide auch am Blühen war. Ich habe extra mal die Kamera geschwenkt. Hier seht ihr das, da ist die Heide. Natürlich im Zeitraffer nicht so schön zu sehen, ist klar, verstehe ich. Aber ich gehe ja davon aus, dass ihr natürlich auch mal meine Touren entsprechend mal nachradelt oder wie auch immer. Und ihr an diesen Stellen vielleicht vorbeikommt. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, am Ufer der Rengse. Gut, die Rengse selber, das kleine Bächlein, kann man natürlich jetzt zu unserer rechten Hand nicht unbedingt sehen. Ist ja auch recht stark mit Bewuchs, mit Wald, mit Bäumen, mit Kräutern etc. gestanden. Ja, hier links biegen wir jetzt ein zur Rengser Mühle. Gleich werdet ihr, ja, hier an der Stelle sind wir jetzt. Dort könnt ihr das sehen auf der Karte, oben rechts als Blick. So, ich nehme gerade hier mal meine Radeltasche mit der Kamera drauf. Hier könnt ihr einen kleinen Eindruck des Innenhofes sehen, wo man schön, toll, ruhig, schön sitzen könnt und wir unseren Kaffee und Kuchen genossen haben. Ja, wir radeln jetzt von der Rengser Mühle Richtung Panoramaradweg. Habt ihr gerade gesehen, die rote Strecke, die wir da zurücklegen, ist ca. 3 Kilometer lang. Ja, ich habe es vorgezogen, die nicht jetzt an der Landstraße entlang zu fahren. Macht in der Fahrzeit nur 4 Minuten, nee, ich glaube noch nicht mal 2 Minuten weniger aus. Wir haben eine etwas parallel gelegene Strecke bevorzugt, ist glaube ich auch per Radweg ausgeschildert. Nachteil ist, von der Rengser Mühle muss man erstmal ein Stückchen hochradeln. Aber okay, mit Pedelecs alles kein Thema. Kann man ganz gut machen. Und wie gesagt, hier die Nebenstraße ist ja auch, wie ihr seht, so gut wie gar nicht befahrbar, also wenig befahren. Also ja, ihr seht ja, kommen uns auch Radler entgegen. Also diese Nebenstrecke, wie gesagt, ist ab der Rengser Mühle auch als Fahrradweg ausgewiesen. Ja, es geht hier noch eine ganze Zeit ein Stückchen berghoch, aber die Steigung ist moderat und das geht ganz gut. Ja gut, wir haben hier, ich wollte hier noch ein bisschen weiter lieber abseits, weil ich bin, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin kein Fan von Landstraßenfahren. Die sind in der Regel, auch gerade hier im Bergischen Land, doch oft recht schmal. Ja, den Nebenweg, den ich mir ausgetüftelt hatte in Komoot, sah ja befahrbar aus. Gut, hier seht ihr mal,
Das ist natürlich jetzt ein bisschen so mehr oder weniger so ein Treckerpfad. Der ist eigentlich auch noch okay, wenn denn da nicht der Regen schon mal so ein bisschen die Spur auswäscht. Ja, man kommt hier auch tatsächlich an einem Bauernhof raus. Habt ihr ja gerade gesehen. Aber das ist ja alles nicht schlimm. Da steht auch nicht dran, dass das Befahren verboten ist. Und wie ihr seht, es war auch nur ein kurzes. Ich bin da nicht Fan von, ne? Vor allen Dingen, da können die PKWs ja auch deutlich schneller fahren und ja, man hat keinen separaten Radstreifen. Meist fehlen auch noch Bürgersteige. Die sind ja, die sucht man ja ganz vergeblich an Landstraßen im Bergischen Land und ja, man kann da wirklich nur auf den Landstreifen selber dann radeln und also wie gesagt, ich finde es nicht so prickelnd. Muss jeder selber entscheiden, könnt ihr ja selbst euch dann die Route raussuchen. Ja, hier kommen wir dann auch gleich, ja, hier sind wir wieder auf der Landstraße, auf der wir eigentlich dann sowieso gefahren wären, hätten wir sie genommen. Ja, und hier kommen wir jetzt auf die B55 unten an. Ja, um jetzt allerdings auf die Panorama-Trasse zu gelangen, die von Olpe bis sogar nach Dieringhausen verläuft, müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Ja, ihr seht, ne, hinter so einem Haus führt so ein kleiner versteckter Pfad, obwohl er gut asphaltiert ist, dann hoch zu der Bahntrasse. Ja, hier seht ihr, wo wir sind auf der Karte und die rote Strecke, die wir jetzt bergab fahren müssen. Ja, um unseren Zug ab Dieringhausen dann zu noch erreichen zu können. Da seht ihr ja gerade im DB Service-Auskunft, Reiseauskunft. Ja, wir sind natürlich nachmittags unterwegs. Züge fahren leider nur sonntags alle Stunde. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und ich habe so mal geguckt hier auf unserer Tour, dass wir uns doch ein bisschen sputen müssen, um den Zug noch rechtzeitig erreichen zu können, weil eine Stunde warten, dazu hatten wir jetzt keine Lust. Deswegen geht es jetzt hier im Video auf der Panoramastrecke Richtung Bergneustadt erstmal und von Bergneustadt führt ja dieser wunderschöne Panoramaradweg dann weiter Richtung Dieringhausen. Ja, man hat den Vorteil jetzt natürlich, dass von hier aus dieser Panoramaradweg auch eigentlich nur immer bergab geht. Man braucht also gar nicht allzu viel treten oder machen. Also es geht relativ gut und leicht. Wir sind das ja auch schon in entgegengesetzter Fahrtrichtung geradelt. Wir sind von Dieringhausen quasi Richtung Olpe, grob gesagt. In Drolshagen haben wir dann eigentlich Halt gemacht, weil da gibt es einen schönen alten Güterwaggon, der ist fertig gemacht worden, da kann man drin sitzen, beziehungsweise der ist offen, man kann da drin sitzen und schön Kaffee und Kuchen genießen. Ist sehr zu empfehlen, aber in einem Stück von Dieringhausen bis nach Olpe haben wir die Strecke auch noch nicht beradelt. Jo, dann habe ich die Strecke mit meiner Frau mal ab Drolshagen bis runter nach Olpe entlang geradelt. Habe ich auch ein Video gemacht, um einfach mal zu gucken, wie die Strecke an sich so ist. Ja gut, es gibt da natürlich auch noch so einen kleinen negativen Wermutstropfen, weil man da durch Drolshagen muss. Und Drolshagen selbst, die Raddurchfahrt ist ja ist nicht so schön. Ne? Also vom Radweg muss man da dann auch wieder mitten durch die Stadt und man hat keinen separaten Radweg. Ja, Entschuldigung, was ich vorhin sagte, Drolshagen stimmt nicht, geht eigentlich bis Hützenmerth. Genau, Hützenmerth sind wir die Strecke schon zwischen Dieringhausen und Hützenmerth gefahren. Und wie gesagt, einmal haben wir das auch gemacht. Ich glaube, das haben wir auch in 2018 gemacht, dass wir von Hützenmerth dann aus bis nach Olpe geraten sind. Ja, hier kommt jetzt auch die Ortsdurchfahrt durch
Berg Neustadt. Wie ihr seht, hat man sich hier bemüht, doch eine separate Fahrradspur zu schaffen, weil hier war eigentlich die Bahntrasse, definitiv, die hier mitten durch den Ort ging. Aber ihr seht, das ist jetzt nicht das Problem hier, die Durchfahrt durch Berg Neustadt, die ist okay. Also die durch Drolshagen, die ist weitaus nicht so schön. So, ja, es geht weiter mit ziemlich gut Speed, weiter Richtung Dieringhausen Bahnhof, weil, wie gesagt, wir da nicht vorhatten, eine Stunde warten zu müssen auf den nächsten Zug. Es wird auch relativ knapp werden. Gut, die Panoramatrasse hier an sich zwischen Dieringhausen und Opladen ist, wie gesagt, sehr schön, ist auf jeden Fall zu empfehlen, ist auch fast durchgehend, zumindest zwischen Dieringhausen und Hützenberg, auch für Blader und Roller, Skater und wie die alle heißen, die auf den kleinen Rädern unterwegs sind. Das ist nicht immer so auf dem Stück zwischen Hützemert und Opladen. Ja, was ist noch zu sagen zu Opladen? Ja, von Opladen aus hat man dann auch wieder sehr gute Anbindungsmöglichkeiten als separaten Radweg von Opladen bis nach Finnentrop. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, dem kleinen Ort, der dann unten an der Lenne entlang geht. Genau. Finnentrop, so wird es jedenfalls geschrieben, mit 2 N. Lässt sich sehr gut, also wer sehr lange Strecken vorhat, radeln zu wollen, der hat da wirklich gute Aussichten und gute Chancen, also das von Dieringhausen machen zu können. Und das auf wirklich sehr schönen, wirklich nur fast ausschließlichen Radwegen, entweder Bahntrassen oder eben auch Uferradwege, also zwischen, sag ich mal, Olpe und Finnentrop. Ist es natürlich nicht jetzt eine alte Bahntrasse, die da weiterführt. Das ist natürlich dann, das ist zum Großteil ein Uferweg, der dann entlang der Biggetalsperre entlang läuft. Ist aber, wie gesagt, sehr schön, ist auch sehr abgelegen, sehr schön ruhig und weiter unterhalb. Natürlich entlang der Bigge geht es auch am Ufer quasi immer entlang der des Flüsschens Bigge entlang weiter bis runter nach Finnentrop. Also die Strecken haben wir alle schon gemacht, die sind sehr schön. Wir haben das eben halt immer nur in einzelnen Etappen, dann wieder von Olpe, also mit dem Auto angefahren mit den Fahrrädern hinten drauf und dann von Olpe gestartet bis nach Finnentrop und im Zug zurückgefahren. Sehr schöne Strecke, kann ich auch nur empfehlen. Und ich denke mal, die eingefleischten Radfahrer, Radelfahrer, die sehr viel und sehr gerne radeln, die wissen, dass man natürlich dann als besonderer Leckerwissen von Finnentrop natürlich dann auf dem Sauerlandrad drehen kann. Gut, von dem Sauerlandradring habe ich ja auch ein Teilstück hier als Video schon vorgestellt, welches wir dann befahren haben, quasi ein Zubringer, und zwar von Meschede bis nach Schmalenberg, wobei natürlich von Elsloh bis Schmalenberg das schon ein Teilstück dann wirklich auf dem Sauerlandrad. Von Meschede bis Elsloh ist es eigentlich nur ein Zubringer-Radweg, aber der verläuft definitiv auch, ja, man kann sagen, zu 100% auf der alten Bahntrasse. Und wie gesagt, von Elsloh nach Schmalenberg auch auf der Bahntrasse. Fast zu 100%. Es gibt ein kleines Stückchen, das
läuft dann bei Elsloe mal parallel der Landstraße, aber immerhin auf einem separaten Weg. Ja, wie ihr seht, wir sind hier jetzt Bergneustadt durch und ja, das sind so die letzten Vororte hier von Bergneustadt. Ja, da geht es dann auch mal ein Stückchen auf Straßen, aber die sind sehr wenig befahren. Ja, hier sind wir dann schon jetzt wirklich kurz vor Dieringhausen und werden dann auch gleich den Bahnhof Dieringhausen erreichen. Ja, ihr seht, wie gesagt, das geht jetzt hier parallel der Bundesstraße entlang. Ist aber kein Problem, weil man, wie gesagt, hier ja, einen separaten Radweg hat. Und das ist natürlich dann schon sehr prima. Nichts mit der Auto-Pkw-Verkehr eben dann an der Straße zu tun. Ja, dort oben die Brücke, das ist die B56. Die hat man hier auf dem Stück sehr gut ausgebaut als Anbindung an die A4. Also wer von hier aus die Tour machen möchte, von Dieringhausen, die ich vorhin schon beschrieben habe, kann man gut machen. So, hier erreichen wir jetzt den Bahnhof in Dieringhausen. Ihr seht nochmal die Strecke und dort, wo es blinkt und der Kreis ist, dort sind wir und die rote eingezeichnete Linie, das ist die Strecke, die wir mit dem Zug jetzt bis Meinerzhagen zurückfahren. Und ja, hier links noch der ja leider noch nicht funktionierende Aufzug. Jetzt könnte ich sagen, Dankeschön Bahn. Nein, die können da jetzt immer, also an dem Tag nichts dafür, denn der ist da erst ganz neu angelegt worden. Ja, es gibt ja noch nette junge Menschen, die mithelfen, mal die Räder hochzutragen. Hier habe ich euch mal eingeblendet. Die Fahrtkosten, also das muss man immer ein bisschen recherchieren, was günstiger ist. Ich finde es immer ganz gut, wenn ich die Fahrkarten einen Tag vorher buchen kann, was bei den Einzeltickets, die allerdings dann ein bisschen günstiger sind, nicht der Fall ist. Die kann man dann nur per App, ich glaube bis zu 24 Stunden maximal vorher oder wenige Stunden vorher buchen. Ja, hier sind wir auch schon denn an unserem Zielbahnhof angelangt. Und leider funktionieren hier die Aufzüge leider auch nicht. Ja, der Aufzug für nach oben, so wie wir es gefahren sind, funktionierte leider nicht. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das ist halt immer dann ein bisschen das Problem für uns Ältere. Unsere Pedelecs sind schon so mit 28 Kilo nicht gerade die leichtesten mit Akku und das noch ohne Gepäck. Naja, gut, zum Glück ging ja der Fahrstuhl wenigstens nach unten. Obwohl runterrollen würde ich die Fahrräder auch zur Not auf der Tour. So, wir fahren jetzt noch wieder ein kurzes Stückchen durch Meinerzhagen zu unserem Parkplatz. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal von euch verabschieden und wünsche wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss und Ende.